Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Mengeich, hier aus meiner Geburtsstadt, aus dem dolle Frankfurt. Wie hat's der alte Gede schon früher gesagt? Es gibt keine Stadt auf der Welt, die mir so wie mein Frankfurt gefällt. Ja, wunderbare Skyline hier, hammergeil. Leute, alle, das ist der Hammer, Frankfurt hier. So, also, jetzt gucken wir mal, wie geht's denn hier weiter jetzt heute hier im Shop. Gucken wir mal hier rein, was ist denn da in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle? Da haben wir den Music Teddy drin hier. So, von dem halt ich allerdings nicht ganz so viel und von der Geheimnisschatulle noch wenige. So, sind wir hier in der Pointillism Box, Tire Box, gucken wir mal hier mit Pointillism. Graffiti Mural. Oh, hab ich falsch angeklickt hier. Philip J. Fry, Francine Smith, Modulated Therapy Dolls and G-Realms Mother. Und dann haben wir hier ein paar Combo Masteries hier. Auch Pointillism, Kutschi, Copy, Sculptor und so weiter und so fort, Leute hier. Die Box ist schon echt nice. Na, gucken wir mal hier, was haben wir denn da noch alles? Da haben wir noch die Ayemona. Ne, Quatsch, die Ayemona, bin spät. Ist die Tina mit Rode Rodriguez, The Real, Graffiti Mural, Multidated, Therapy Dolls und Alois Griffin hier. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht geil? So. Dann schauen wir mal weiter. Hier ist sonst nichts mehr am Start. So, da sind wir auch so weit durch. Und dann gehen wir doch mal direkt in die Meisterschaft rein. Und was sehen wir denn da heute hier? Heute sehen wir, hier ist heute Musical Day, so wie es aussieht. Hier geht's los, hier geht's gleich los mit dem richtigen Kracher. Leute, mit dem richtigen Kracher, sage ich euch. Das ist die I am Mona, oder ich bin Mona, Kollegen. Kollegen, Kollegen, das ist der absolute Oberwahnsinn. I am Mona. Ja, müsst ihr euch echt mal reinpfeifen hier, das Ding. Das ist der Knüller, sag ich euch. Der absolute Wahnsinn. Und zwar guckt euch das Ding hier an. So, und wenn ich die jetzt maxen tue, wenn ich die jetzt maxen tue hier, guck mal da, was dabei rauskommt hier. Da mit der Golden Fiddle zum Beispiel, hast du 29-fach Leech und 16-fach Craze. Ist das nicht crazy? Alle Fade. So, geht's weiter hier. Was haben wir denn da noch alles am Start? Hier unten, oh mein Gott, wenn es da weitergeht, hier gleich mit dem Mythic Tina. Also, wir gucken mal hier, was haben wir denn da? Mit der Golden Fiddle geht's mit Courtney's Dad, mit Fart School Jimmy Jr. und dann hier mit K-Pop Cleveland und mit Earth's Guitars kannst du das Ding machen hier. Das ist wirklich der Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn, sag ich euch. So, dann sind wir hier in der Mythic-Version. Gucken wir mal hier, alle Vater, guck dir das mal an. Mit 18-fach Craze, du. Hier, brutal, sag ich dir, brutal, das Ding. Aber jetzt auch nicht so viel stärker, als wenn du die Legendary-Version full maxed hast, gell? Hier, Wahnsinn, sag ich dir. Ja, da muss man sich, da kann man sich wirklich überlegen jetzt, weil jetzt kommt ja als allernächstes, kommt ja die Musical BGE, Kollegen, ne? Und jetzt am Donnerstag geht's schon los mit Musical, mit Musical, Leute, geht's am Donnerstag schon los, mit Musical, ja? Ja, und dann hier, dann könnt ihr froh sein, wenn ihr so einen Kracher am Start habt hier, wie die Aemona, ne? Also ich bin echt am Überlegen, aber 500 Gems, das ist halt schon ganz schön heftig. Wenn wir das hier draufrechnen würden, dann wäre allerdings auch schon nicht so schlecht, was bei rausgehen, gell? Alter, Vater, was mache ich denn da hier? Was mache ich denn da? Also, ich scheiße, Mensch. Also, ich warte ja immer noch drauf, dass dann irgendwann mal das Zeugberg kommt, gell? Wenn der käme, weißt du, hätte ich jetzt hier die 500 Gems in die Mona reingeballert, reingeknallt, weißt du, und dann hinterher, dann kommt das Zeugberg das nächste Mal kotzig hier. Kotzig im Hobo-Ogen. Boah, sag ich euch, Leute. Hier. So, jetzt gehen wir mal hier raus aus dem Ding. Und gehen wir mal rein in den Boss Hank. Ja, und dann gucken wir mal hier, was ist denn da am Start? Was ist denn das Boss Hank hier? Leute, guckt euch den an, das ist hier mit Golden Turret. Das ist natürlich nichts Besonderes, gell? Da hast du hier hin, hast rechts, hast du mit dem Bömmchen, weißt du. Mit dem Bömmchen und mit ein bisschen Schild da und so, und das ist all das ist K500, ist nichts wert hier. Also, eine K500 auf jeden Fall nicht hier, Leute. Auf jeden Fall K500 wert. Machen wir gleich mal wieder weg, das Ding hier. Schwupsli-wubbli, schwupsdiwupps. Ihr seht schon wieder erfacht, der Kollege. So, und jetzt haben wir hier ein Ding, das ist natürlich schon ziemlich nice, ne? Also, jetzt auch hier für wieder Musical, weißt du, wieder Musical.
So, und da sind wir hier beim Waschbrettbinder oder beim Waschbordbinder. Gucken wir mal hier beim Musical. So, und der sieht natürlich schon ein bisschen interessanter aus, das Ding, gell? Hier. Da hast du hier, hast du ein Mäuerchen und da hast du Cheer. Cheers. Ist nur einmal Cheers und ist nur einmal das Mäuerchen. Aber, ne, ich meine, das sind schon starke Werte hier, ne? Schon starke Werte. Und wenn ich das Ding hier maxen tue, wenn ich das Ding hier maxen tue, dann kommt hier auch schon was richtig Krasses bei raus, gell? Da hast du hier nämlich da 20-fach Cheers, dann hast du die 21er Mäuerchen, weißt du, und dann hast du das 16, oder hier oben, ne, 18 Angriff, da, ja, 76 Leben da unten, ne? Hier mit Red Skirt, Red Shirt, Red Shirt, Blue Shirt, aber ich schätze hier mit Fahrt School vor der Gifted, dann hätte ich 21er Mauer, dann hätte ich 20-fach Cheers, dann hätte ich 17er Angriff und 71 Leben, weißt du. Und wenn ich da jetzt 10% draufrechnen würde, wenn ich da jetzt 10% draufrechnen würde, wäre ich hier bei 23, weißt du? 23er Mauer bei 22 Cheers, da hätte ich wahrscheinlich 19, 19er Hämmerchen. Und da unten, da hätte ich dann 78 Leben, weißt du? 78 Leben, das wäre schon ziemlich, ziemlich krass, ne? Also. Das wäre schon ziemlich, ziemlich krass, Leute. Wirklich wahr. Also, ich bin echt am Überlegen, ne? Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir komme. Ich baller da jetzt mal einen Tausender rein, weil das ist einfach. Ist zwar defensiv, weißt du? Klar, logisch, ich weiß, der ist defensiv, aber wenn du da jetzt G ist, dann noch an der Seite hast und jetzt kommt ja, wie gesagt, jetzt kommt ja noch der Musical BGE und dann wird ich den wahrscheinlich auch schon öfter mal spielen, weißt du? So, hier, ich klatsche jetzt einfach mal, weißt du was? Ich klatsche da jetzt einfach mal einen Tausender rein. Ich mache das jetzt einfach. Ich klatsche hier einen Tausender jetzt rein. So, ich kriege ja jetzt sowieso vom Siege wieder was. So, und dann, ich mache das jetzt einfach. So, und da haben wir den jetzt auch. Da haben wir den jetzt auch. So, dann gehen wir gleich mal zur nächsten Combo rüber. Und die nächste Combo hier ist Griffin und der Quagmire, weißt du? Griffin und der Quagmire, das ist das Ding hier. Hier, gucken wir mal da. So, das ist ein Quagmire, ne? Und dann müssen wir mal runter, gehen wir mal runter zum Mythic Quagmire und das ist natürlich geil. Das Teil ist natürlich, wenn du den hast, ne, hier mit der Fahrtschule for the Gifted oder mit der Fuhrschule für Hochbegabte, ne, das ist schon nicht schlecht, gell? Da siehst du, hier hast du Grace, dann hast du da oben die Revanche, dann hast du den Stoß durch die Mauer, 19 Angriff und 73 Leben, weißt du? Und das Ding, ne, also wenn ich jetzt ein Mythic Quagmire hätte, ne? Also wenn ich so einen hätte, würde ich mir jetzt da, der hätte ich jetzt nicht für den Waschbrettbinder, sondern hätte ich für den die 1000 ausgegeben, weißt du? Also Leute, wenn euch das Ding heute gefallen hat hier, ne, jetzt das nächste Mal gibt es wieder kein Hessisch, da gibt es wieder was anderes, da müssen wir mal gucken, aber wenn euch das Ding gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Däumchen nach oben da hier, Kollegen. Schreibt mir was in die Kommentare und abonniert das Kanälchen hier, ja, und ja. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, Leutchen, wenn es wieder heißt, die Animation Throwdown hier, gell? Mit mir, dem Herrn Gleich, Kollegen, Freunde. Macht's gut, bis denne und tschüss.